Einen wunderschönen guten Morgen, heute mal in einer ganz anderen Umgebung. Ich brauchte irgendwie einen Platz zum Filmen und da fiel mir ein Mensch, das Auto kannst du überall abstellen, Belichtung ist halbwegs okay und ich habe hier meine Ruhe. Und heute geht es einfach mal darum, ihr habt mir mit der Zeit Fragen gestellt, ich habe jetzt mal die wichtigsten oder interessantesten aufgelistet und gebe euch heute mal die Antworten dazu. Frage Nummer 1, ob ich ein bestimmtes Morgenritual habe? Nicht wirklich, also ich gehe morgens ins Bad, wasche mir das Gesicht, gehe dann in die Küche, fülle mir mein Glas Wasser aus dem Wasserfilter auf, trinke das runter, das sind so 400 Milliliter etwa, auf Ex, um erstmal den Stoffwechsel in Gang zu bringen, schaue dabei ein bisschen aus dem Fenster, momentan kann man dann noch wieder schön den Sonnenaufgang beobachten und denke einfach darüber nach, was steht heute an, was sind heute meine Ziele, was will ich schaffen, womit bin ich zufrieden, wenn ich das alles heute gepackt habe und dann abends dann halt zufrieden ins Bett gehen kann. Darüber mache ich mir einfach Gedanken. Dann geht's ab an den Laptop, E-Mails checken und mit der Arbeit beginnen. Also ich mache da nichts Besonderes, ich bin halt bloß schon von morgens gleich mit der Arbeit im Fokus. Eine andere Frage, die mir gestellt wurde, ist, was ich denn von YouTube-Netzwerken halte. Und so erstaunlich das auch ist, ich habe ja gerade mal 321 Abonnenten momentan. Ich bin da super stolz, danke an jeden Einzelnen. Aber ich bin ja noch relativ klein und ich habe trotzdem schon 3 Anfragen von Netzwerken bekommen. Nur, es passt mir schon aus einem Grund nicht, denn immer stellen die eins in den Fokus, und zwar das Geld verdienen. Die sagen dann immer, wenn du unserem Netzwerk beitrittst, dann wirst du ein Vielfaches von deinem jetzigen durch die YouTube-Werbung verdienen. Wir können dir helfen, das zu optimieren und das ist denen ihr wichtigster Grund. Die wollen Leute haben, die für die Geld generieren, weil man muss natürlich auch einen Teil seiner Einnahmen abgeben. Und das passt mir persönlich überhaupt nicht. Mir passt auch nicht, dass man auch seine Verantwortung abgibt. In letzter Zeit ist da immer mal wieder mit manchen Netzwerken viel passiert. Nichts Gutes, eher im Gegenteil. Und ich mag das überhaupt nicht, so die Verantwortung abzugeben und dann hat jemand auch Rechte an meinem Kanal. Klar, die können mich dafür vermarkten, die haben eine viel größere Reichweite. Ich würde wahrscheinlich in kürzerer Zeit wesentlich mehr Abonnenten bekommen, mehr Zuschauer, mehr Aufrufe. Eine ganz tolle Sache. Aber ich habe mir gesagt, entweder ich schaffe das aus eigener Leistung, so und so viel Abonnenten, so und so viel Aufrufe pro Jahr und dieses und jenes. Ich habe da meine Ziele gesetzt. Oder es wird halt nichts. Aber ich habe dann nur die Verantwortung für mich selbst. Ich kann Videos hochladen, wann ich möchte, vor allen Dingen auch wie ich möchte, in welchem Format. Ich muss mit niemandem irgendetwas absprechen. Ich mache das, worauf ich Lust habe und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber im Endeffekt stehe ich dann nur für mich selbst gerade und nicht für jemand anderen und ich bin auch zu nichts verpflichtet. Ja, und das finde ich einfach toll und ich will nicht bloß YouTube machen des Geldverdienens wegen. Das habe ich auch gesagt, das steht für mich absolut im Hintergrund und deswegen finde ich es blöd, wenn die Netzwerke einfach genau damit Werbung machen und mehr Reichweite und alles. Ich will es durch eigene harte Arbeit schaffen oder eben auch nicht. Momentan entwickelt sich ja alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Wozu soll ich da jetzt noch im Netzwerk beitreten? Frage Nummer 3. Ob ich ein bestimmtes Motto oder Zitat habe, wenn ich mich nicht gerade motiviert fühle. Also irgendwas, was mich wieder hochbringt. Und ja, ich habe eins, das habe ich von einem Geschäftspartner gelernt. Und das heißt einfach, wie schaffe ich es trotzdem? Wie geht es trotzdem? Also ich stehe vielleicht morgens auf, habe den Kopf voll, weiß, ah, das wird vielleicht kein so guter Tag oder es ist irgendwas schief gelaufen und dann die Frage einfach stellen, wie geht es trotzdem? Wie kann ich es trotzdem schaffen, jetzt noch diesen Kontakt zu machen? Wie kann ich es schaffen, jetzt daraus noch einen Vorteil zu ziehen, ein Geschäft zu machen? Wie schaffe ich es trotzdem noch heute irgendwie den Sport unterzukriegen und mich gesund zu ernähren? Also immer wieder dieselbe Frage, oder wenn es dann richtig schlecht ist, dann stelle ich mich vor den Spiegel, gucke mich an und sage, wie geht's trotzdem, Marvin? Wie geht's heute trotzdem vorwärts? Das finde ich sehr, sehr motivierend, weil wenn man sich dann in die Augen schaut und dann einfach ehrlich zu sich selber ist. Die nächste Frage bezieht sich darauf, ob mir mein Nachbar immer noch beim Film zuschaut. Momentan hat er einfach die Möglichkeit nicht mehr. Ihr habt es ja gemerkt, ich verwende immer verschiedene Filmecken oder halt der Vorhang ist zu. Aber wenn ich Sport mache, gucken sie mir immer noch zu. Ich habe auch rausgefunden, es ist eine WG mit dem kleinen Kind und die setzen sich halt abends gerne auf den Balkon, um dann eine zu rauchen und sehen mir dann zu beim Sport. Ich wink ihnen auch regelmäßig, aber bisher ist noch nichts zurückgekommen. Ich weiß noch nicht konkret, welcher Nachbar das dann wirklich ist. So sind auf eine ziemlich weite Distanz. Egal, sollen zugucken, ich mache Sport, ich winke ihnen weiterhin, vielleicht kommt irgendwann mal was zurück. Mich hat auch mal jemand gefragt, was ich von dem YouTuber Karl S. halte. Und ich werde generell nicht über andere Menschen urteilen. Also vor allen Dingen, ich werde nicht über andere Menschen herziehen. Karl S. ist ein sehr erfolgreicher Fitnesskanal. Ich habe gestern mal geschaut, es waren jetzt über 300.000 Abonnenten. Ist eine starke Leistung. Wie er sich verkauft und vermarktet, ist absolut sein Ding. Für ihn funktioniert's. Meine Masche wäre es nicht. Aber ich werde niemals über andere YouTuber herziehen, weil das ist nicht mein Ding. Das mache ich auch im realen Leben nicht. Weil jeder
jeder muss für sich seinen Weg finden, der für ihn funktioniert, der für ihn zum Erfolg führt. Und dementsprechend, nein. Höchstens werde ich natürlich, was ich schon öfter gemacht habe, andere Kanäle erwähnen, die mir besonders gut gefallen. Und die werde ich dann auch entsprechend anpreisen, loben, weil ich einfach dann solchen Menschen noch Unterstützung geben möchte. Vielleicht kommt ja dann noch mal was zurück. Darüber würde ich mich dann wieder freuen. Und die letzte Frage für heute: Wie wichtig ist mir Frühstücken? Frühstücken ist unwahrscheinlich wichtig. Ich habe es in den letzten Tagen wieder gemerkt, wenn man einfach schon mit dem Kopf, was ich eingangs sagte, mit dem Kopf in der Arbeit steckt und sofort loslegen will und dabei manchmal das Frühstück vergisst, dann rächt sich das eine Stunde, maximal zwei Stunden später, weil einfach nur mal so eine kleine Banane zwischendurch und kein richtiges, vollwertiges Frühstück. Und du hast schon den Kopf so in der Arbeit drin, du musst dich schon so konzentrieren und verbrauchst dir auch entsprechend Energie. Du brauchst eben auch ein vernünftiges Frühstück, um das dann leisten zu können. Also der Kopf muss nicht bloß funktionieren, du musst doch deinem Körper das Essen geben können, damit der Kopf halt auch funktionieren kann. Es spielt immer eine Einheit. Und was ist es bei mir? Es ist meistens Vollkornbrot oder ein Müsli, also irgendwo was mit komplexen Kohlenhydraten, dass ich erstmal richtig schön Energie habe, weil ich setze, also ich habe es für mich persönlich gemerkt, ich setze den Fokus auf den Vormittag, da schaffe ich am meisten, da habe ich die meiste kreative Leistung, auch für solche Videos, fürs Text zu schreiben und was ich nicht alles mache. Und da setze ich dann halt den Fokus und da muss auch natürlich das Frühstück stimmen. So, das war's für die erste Fragen- und Antwortrunde. Du kannst mir natürlich in die Kommentare noch weiter fleißig schreiben, was du über mich wissen möchtest, wo ich dir vielleicht einen kurzen Tipp geben kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.